Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Borderlands 2. Wir haben da vorne eine Quest abzugeben. Und zwar Splittergruppe. Töte die Splittergruppe. Das haben wir, glaube ich, gemacht und können da vorne jetzt uns die Quest, die Belohnung holen. Genau, Claptron. Mach du mal hier schön die Beatbox. Die Form hat er ja schon mal. So. Belohnung kassieren. Ich hoffe, dass die Mutanten nicht zu zähmen waren. Sie wären nützliche Alliierte gewesen. Genau. Finde ich genauso schade. Aber was soll man machen? Kann halt nicht alles haben. Na, geht er durch? So. So, und in dem Sinne können wir uns jetzt mal eine neue Quest aussuchen. Beziehungsweise, was haben wir denn hier überhaupt? Achso, wir können den KI-Kern in ein Radio einsetzen. Warte mal, war hier nicht mal irgendwo ein Radio? Ich glaube da. Da ist ein Radio. Kann ich die... Ach nee, da vorne, guck mal da. Auf der Karte, da haben wir den Punkt, wo wir den KI-Kern ins Radio einsetzen sollen. Aufgeben. Ihr checkt es nicht! Niemand checkt es! Hab mich nicht umgerissen hier zu landen. Aha. Das ist aber kein Radio. Zerstöre das Radio. Waffe oder Schild? Ich bin für Schild, eher gesagt. Also müssen wir den Kern zu Seth bringen. Das da unten ist der Waffenhändler. Also müsste das ja der andere sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Schauen wir mal. Ich soll für dich ein Schild basteln aus dem Ding? Ganz wie du meinst, Kumpel. Mach doch mal. Oh. Was kann der Schild denn? Den haben wir gekriegt. Ne, den haben wir gekriegt. Wenn du sie nicht besiegen kannst, mach gemeinsame Sache mit ihnen. Ausgerüstet. Cool. Der bringt auf jeden Fall was. Der Schild. Finde ich gut. So, was können wir jetzt machen? So viele Missionen haben wir ja nicht mehr. Töte den mutierten Vark. Wo müssen wir denn dafür hin? Erstmal raus aus der Stadt. Gucken wir mal da vorne bei der Schnellreise. Und gehen von dort aus weiter. So.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen dorthin. Tundra Express. So, irgendein Warg sollen wir töten. Ach ja, ich hab's vergessen, das war ja so übel schwierig. Die tauchen ja gleich da unten auf und zermetzeln uns sofort wieder. Was für eine Schwierigkeit hat die Mission eigentlich? Stufe 15. Welche Stufe haben wir? Wo steht es? Wo kann ich das sehen? Ich weiß es gerade nicht. Nö. Naja, werden wir schon rausfinden. Da steht Level 16 sind wir, naja. Die Wakis werden nur kreischen, wenn du sie ansenkst. Ach ja, ich muss sie mit einer Feuerwaffe. Ja. Genau so. Boah, das ist voll schwierig. Ich muss 3 Stück von denen anschießen. Wie soll denn das klappen? Das klappt nie im Leben. Scheiß Viecher, ey. Langsam gibt mir die auch die Munition aus. Ich renne mal einfach hier rein und schau mal, was passiert. Hier machen. Aha. Super. Toll. Das war ja sehr erfolgreich. Boah, wir verrecken hier. Aber volle Möhre. Da brauchen wir gar nicht erstmal lange Fackeln. Und lassen wir uns respawnen. Mist, ey. Das ist schwieriger, als ich dachte. Erstmal, ja gut, Munition. Können wir mal reingucken. So. Wir müssen 3 Wags anzünden. Das ist doch eigentlich gar nicht so schwierig. Da haben wir doch 3.
So. Eins. Zwei. Drei. Hat doch geklappt, oder? Was? So laut, so wütend. So tot. Hey, Kammerjäger. Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich erst wecken musstest. Hab wohl ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Hyperion-Konvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Ganz ruhig, Mädchen. Also, ein Hyperion-Zug rast durch den Tundra-Express. Wenn meine Infos stimmen, und das tun sie für gewöhnlich, ist der Kammerschlüssel mit an Bord. Mein Rat? Tu, was ich tun würde. Stiehl den Schlüssel, lass dich volllaufen, dann kipp um. Ohne den Kammerschlüssel kann Jack den Krieger nicht kontrollieren. Du musst diesen Zug kapern, Soldat. Meine alte Freundin Tina kann dir helfen. Sprich mit ihr. Triff dich mit Tina. Töte den mutierten Varg. So, dann nehmen wir mal die Mission an, würde ich sagen. Also, wenn hier kein mutierter Varg ist, ist hier halt kein mutierter Varg. So, Karte, da hinten müssen wir hin. Er schießt von da oben. Wir dürfen uns hier durchkämpfen. Und er unterstützt uns von da anscheinend. Finde ich auch nicht schlecht. So, krauchen wir uns mal hier runter. So, und arbeiten wir uns mal so langsam vor. Ah, er schießt so auf die Banditen. So, hier haben wir einen Speicherpunkt, finde ich gut. Oh oh. Er macht seine Sache echt gut. Hier kommt ein Eierknacker. Tina ist Bombenbastlerin und eine Freundin von mir. Ich habe ihr schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und sie meinen noch viel öfter. Sie wird ihr helfen. Trotzdem ein Tipp. Keine plötzlichen Bewegungen in ihrer Gegenwart. Ja, besser ist das mit den Frauen. Nein, natürlich nicht. So, hops. Nee, da kommen wir nicht rauf. Kommen wir denn hier so irgendwo hoch? So ein bisschen so? So kletternmäßig hier? Klappt das denn, wenn ich hier lang laufe? Natürlich nicht. Komme ich da weiter hoch? Schade, komme ich nicht. Gefällt dir das? Ist das eine Bombe? Wow! Das Ding ist echt hochgegangen. Bin ich gut oder bin ich gut? Noch eine Bombe.
Alter, hier liegen ja überall Bomben rum, ey. Heftig. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Aha, brenne doch. Blöder Skacklecker. So, wie komme ich denn da rauf, Leute? Komme ich hier hoch? Scheint so. Na? Da komme ich anscheinend nicht hin. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Wie fies ist das denn? So kurz vom Ziel und ich komme da nicht rauf. Aber wie komme ich denn darauf? Ah, da lang geht's, okay. Ah, das sind liebe Menschen, denen tun wir natürlich nichts. Rund um diese Hartes-Pflanze jagt der Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Hey! Ach, der Bandit. Wie geil. Du bist aber ein liebes Mädchen. Und du siehst sowas von so. Deine Augen sind so groß. Weil die hat doch irgendwas genommen. Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Ladies. Ich laufe, laufe, laufe. Ich laufe hier rüber. Ich laufe, laufe, laufe. Lauf, lauf, lauf. Muschis Knuckle-Bites und das ist Felicia Saxopans. Diese arschcoolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kavoba-Bums und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie wieder! Okay. Ich weiß, Tina kann seltsam sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz Pandora. Tu, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Dann machen wir das doch mal. Vertrauen wir der mal so ein bisschen? Kann man hier drauf drücken? Nee, kann man nicht. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Das mache ich ja selber. Oh weia. So, können wir denn da oben rauf? Was gibt's denn hier? Hier haben wir erstmal noch ein bisschen Muni. Die nehmen wir natürlich mit. Laden nochmal nach. Warum auch immer. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Migidi. Macht's gut. Ciao.